Oh Gott. Das ist, glaube ich, bisher die unsicherste Stelle, wo ich jemals meine Kamera hingestellt habe. Ja, wenn es nicht windig wird oder irgendwie, dann wird schon gehen. Alter, was geht ab, Leute? Hong hier. Zu meinem ersten Vespi Raid. Mach mal Screen Recorder hier an. Grüße gehen raus an den Kollegen aus Köln hier zu Besuch. Zufällig gesehen hier. Und an die Kölner Community. So. Das ist mein erster heute. Und wahrscheinlich mein einziger. Bin morgen wahrscheinlich auf Tour. Und los geht's. Einfach direkt rein. Wahrscheinlich direkt 20 voll. Obwohl, ja, das Interesse an dem nicht so groß war gestern, als im Stream das bekannt wurde, dass die kommen. Wir haben viele Leute gelitten. Muss man mal ein Geist-Team anpassen, weil ich habe jetzt ein Giratina Max. Ich habe die Attacken nicht überprüft, ich weiß gar nicht, ob das die richtigen Attacken hat. Naja, auf jeden Fall, das Interesse war nicht so groß, die meisten haben gelitten. Aber mei. Ein Monat jetzt den. Die sollen nicht rotieren, das heißt, die bleiben Gegner. Das heißt, wir haben nur diesen Monat den hier. Und die Amerikaner den anderen und die Asiaten den anderen. Und ja, dann kommen die anderen nicht zu uns erstmal. Sondern nächsten Monat haben wir dann irgendeinen anderen Legendären. Kein Seen-Trio. Soll schwach sein, leicht zu machen, aber schwer zu fangen. Schauen wir mal, was schwer zu fangen sein soll. Ich meine, ich fand Giratina am schwierigsten bisher. Das mit dem Kreis, wo er so nah stand. Okay, nicht ganz 20 Leute. Nur 16. Aber ist Freitagnachmittag. Unangekündigter Raid. Was will man erwarten? FT93, den kenne ich doch. Den sehe ich öfters in der Arena. So. Und die sind immer noch wildfangbar. Also. Selbst wenn der Monat zu Ende ist, kann man sie immer noch wildfangen. Was sind das für Teams, Leute? Okay, ich weiß, ich wähle nicht immer das perfekte Team aus, aber. Vihornio, Palkia, Metagross, Blizzard, what the fuck? So. Aber es geht relativ schnell, also kein Stress hier. Wobei, für 16 Leute? Wie immer, schreibt unten in den Kommentare, ob ich schon einen hab und wenn ja, wie gut. Ah, das habe ich gar nicht nachgeschaut, wie viel ein Hunderter ist. Ich glaube irgendwas mit 21, wenn ich mich richtig erinnere. Ich habe nur kurz auf die Tabelle geschaut. Okay, vergesst das mit 21. Wo habe ich 21 bitte gesehen, Mann? Also der hat schon mal 17,8, also ist meiner richtig, richtig schlecht. Wenn der andere schon mal 17,8 hat. So, schauen wir mal. Okay. Der stand auf einmal richtig nah. Nicht, dass er wieder so unnötig nah steht wie Giratina.
Sie haben leicht geworfen, aber nicht getroffen. Gefällt mir schon mal nicht. Ich habe leicht geworfen, aber das war zu hart. Okay, was ist da los? Okay. Ball war nicht, Kreis war nicht klein genug, aber wir haben immerhin getroffen. Digga, mach doch. Immer noch nicht klein genug. Digga, er greift halt nie an. Ich hoffe, das ist eine Ausnahme. Und es ist nicht immer so. Also ich muss weiter, ich werfe jetzt einfach. Der langweilt mich jetzt schon. Okay, so geht's. Naja. Euer Fazit, eure Meinung zum Fangen in die Kommentare. Bam. Shoutout geht raus an King's Loot. Wir sind zurück von unserem Raid. In der Beschreibung findet ihr alle Infos zu King's Loot. Bedanke mich schon mal. Das ist anscheinend wieder die große Box. Ja, Raid gemacht. Nichts allzu Besonderes. 100% ist übrigens 1747. Wir waren im 60er Bereich. Und Wetterboost war 2184. Das hatte ich gesehen. So, was haben wir denn hier? Für die Zelda-Fans. Ein Zelda-Stift. Bisschen Werbung. Das kann weg. Super Mario. 3D-Pose. Wir lassen uns die Spannung nicht nehmen. Mache ich vielleicht später, poste ich auf Instagram, könnt ihr mir gerne folgen. Ich liebe Puzzle, sehr entspannend. The night is dark. Game and full of terrors. Game of Thrones Notizbuch. Die letzte Staffel läuft, ihr wisst. Ich darf nicht mal sagen, dass es krass ist, die Folge. Weil krass ist bereits ein krasser Spoiler. Alter, da hat sich letztens einer aufgeregt, weil ich gesagt habe, die Folge wird krass. Ich habe nicht mal gesagt, dass sie krass ist, weil ich habe es noch gar nicht gesehen. Ich habe gesagt, die Folge wird krass, ich schaue es mir jetzt an. Und der Typ ist ausgeflippt in den Kommentaren, weil das so ein krasser Spoiler ist. Also, Game of Thrones Fans sind verrückt, Mann. T-Shirt. Oh mein Gott. Noch was von Game of Thrones. Mehr darf ich nicht sagen. Man darf nichts zu dieser Person sagen hier. Dann haben wir hier irgendwas Riesiges. Noch ein Untersetzer. Ein Sonnenfeld-Untersetzer. Was haben wir denn hier, Alter? Licht. Schicke Eye Projection Light. Wow. Lampe, Licht. Okay, das ist echt geil, Mann. Das ist heftig. Heftiges Teil. Ja, ich bedanke mich bei King's Loot für die klasse Box. Für dieses krasse Licht, Alter. Abschließend, was kann ich sagen? Ja. Nicht so beliebt, dieser neue Raid Boss. Ich meine, meine Meinung ist immer, die meisten sind eh. Also, die meisten Legendären sind eh unnötig. Ich mache die eh für die Bonbons, EP. Arena-Punkte und ja, um einen guten zu bekommen. Mir ist eigentlich egal, ob es
was überklasses ist, Rayquaza, Kyogre, Godon. Okay, nicht ganz, die sind natürlich überklass. Aber mir ist es egal, ob es ein Ho-Oh, ein Lugia, ein Regigok, ein der Typ ist oder ein Stein oder Haufen Kacke. Ich mach den einfach, bis ich genug Bonbons und einen guten habe, 96 aufwärts. Weil die Leute übertreiben immer. Weißt du, die tun so, als wäre das das Schlechteste und... Alter, wenn ihr Latias geratet habt und Ho-Oh und Lugia, die sind genauso nutzlos. Mit denen macht man genauso wenig, wie man mit dem wahrscheinlich machen wird. Nur so eine kleine Notiz, weil das Gelaber geht mir so offen gesagt. Jeder muss seinen Raid Pass loswerden. Und ja, ob man den jetzt ratet oder Ho-Oh oder Lugia, einen Unterschied macht es nicht. Also was mir auf den Geist geht, war wahrscheinlich die Diskriminierung. Was hat der Typ euch getan? Wenn es um Nutzlosigkeit oder um Nutzen geht, ist er genauso nutzlos wie andere Legendäre, die ihr geratet habt. Diskriminiert nicht den und dafür liebt ihr Ho-Oh und Lugia oder so. Wenn, dann diskriminiert alle gleich, weißt? Und sagt, hey, Ho-Oh und Lugia genauso Müll. Oder behandelt ihn genauso wie Ho-Oh und Lugia. Also das war's von mir. Ich muss jetzt noch ein bisschen was für die Deutschland-Tour planen. Aber ein paar Raids werde ich heute wahrscheinlich schon noch mitnehmen, weil ich diskriminiere ihn nicht. Das war's von mir, Leute. Euch noch viel Glück, viel Erfolg beim Raiden. Wie immer liken, subscribe, kommentieren. Checkt die anderen Videos ab. Folgt mir auf Instagram, Facebook, Twitter. Checkt den Shop ab. Vergesst nicht, Pokémon ist serious business.